Hallo, mein Name ist Frank Fischer und ich möchte kurz erklären, wie ein Atemtrainer funktioniert. Ein Atemtrainer ist ein Biofeedback-Gerät, das es dem Patienten und dem Therapeuten ermöglicht, zu schauen, ob langsam genug und ausreichend tief eingeatmet wird. Ein langsames und tiefes Einatmen ist manchmal wichtig, damit Atelektasen aufgedehnt werden können und damit in der Peripherie liegender Schleim mobilisiert werden kann. Das ist vor allem wichtig bei Oberbaucheingriffen, ausgedehnten Baucheingriffen und auch nach Rippenserienfrakturen. Das Gerät wird Atemtrainer bezeichnet, manchmal sagt man auch Incentive Spirometer dazu. Die Amerikaner benutzen oft die Abkürzung SMI Trainer. SMI steht für Sustained Maximum Inspiration, das bedeutet langgezogene maximale Einatmung. So schaut das Gerät aus. Bevor man es dem Patienten gibt, sollte man den Namen des Patienten hier drauf schreiben, dass es keine Verwechslungen geben kann. Das Gerät besteht aus einem Mundstück, aus einem Flussmessgerät mit drei Smileys. Unten ist der Fluss zu langsam, da ist ein trauriges Smiley. In der Mitte ist der Fluss so ausreichend schnell, aber nicht zu schnell, ein lachendes Smiley. Und oben wird zu schnell eingeatmet. Schnelles Einatmen ist nicht gut, dann geht die Luft nur in die gesunden Lungenabschnitte. Da ist wieder ein trauriges Smiley. Hier ist ein Volumenmessgerät. Je länger man langsam einatmet, desto mehr geht dieser Zylinder nach oben und hier kann man dann markieren, wie viel man eingeatmet hat. Ich mache das Ganze mal vor. Man atmet gegen Raumluft aus, nimmt das Mundstück in den Mund, so dass es luftdicht ist und atmet dann möglichst lange ein, dass die Kugel auf den lachenden Smiley kommt. Jetzt halte ich die Luft mit offenem Mund noch so etwa 5 Sekunden an. Pressen sollte man nicht, also nicht so machen, das ist eher ungesund. Aber mit offenem Mund die Luft anhalten, falls das der Patient noch geht, das wäre in Ordnung. Soweit habe ich den Zylinder hochgebracht, das markiere ich. Und wenn ich das dem Patienten vor der Operation zeige und er soll ein bisschen üben, weil nach der Operation wird er eher ein bisschen müde und verwirrt sein, dann kann man ihnen sagen, schauen Sie mal, Sie haben vor der Operation so viel einatmen können, das sollten Sie nachher auch wieder schaffen. Man muss aber den Patienten gleichzeitig trösten, dass er das nicht sofort schaffen wird. Nach der Operation wird er müde sein, vielleicht noch ein bisschen Schmerzen haben und wird sicherlich einige Tage bei großen Operationen, vielleicht auch ein, zwei Wochen brauchen, bis er wieder auf das alte Volumen kommt. Ich mache das Ganze nochmal vor. Ausatmen, dicht umschließen. Und möglichst tief einatmen, mit offenem Mund kurz noch Luft anhalten, natürlich nicht reden eigentlich, und dann wieder ausatmen. Das Ganze sollte man, solange der Patient wach ist, etwa 10 Mal pro Stunde durchführen. Wichtig ist, dass es nicht allzu sehr wehtun sollte. Sobald das nicht geht, weil es zu arg wehtut, muss der Patient sich rühren und man muss Schmerzmittel geben. Bei Bauch- oder Brustoperationen ist es auch häufig sinnvoll, genauso wie beim Abhusten, auf dem Bauch- oder Brustkorb mit einer Hand ein Kissen drauf zu drücken, dass die Wunde nicht so euch wehtut. Das war's. Schönen Dank.